So, ich würde sagen, liebe Leute, herzlich willkommen in Heaven's Vault. Wir legen los und starten ein neues Spiel und ich bin wirklich gespannt, wie ich es selten war, denn ich weiß tatsächlich, da ich mich auch nicht habe spoilern lassen, also überhaupt nicht, was mich erwartet. Also das grobe Setting, die Idee hinterm Spiel, okay, ja. Aber was wir da gleich machen werden, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal rein. Stories don't have tidy beginnings. The past is always present. But there has to be a spark. Something that brings the past to light. Please climb carefully. So, wir reden jetzt quasi mit dem Roboter hier. Oh, vielen Dank. Alert-Test funktioniert. Danke, Behemoth. Und danke auch für den Host übrigens. So, wir sind gleich da. Aber wo sind wir? Ah. Wir sind gleich oben angekommen, an der Spitze. Take a moment to rest before you walk, Mistress, please, sagt uns der Roboter. Das könnte sein, Behemoth. Ich glaube, ich habe tatsächlich keinen Host Alert, oder? Ich müsste eigentlich einen haben, aber offenbar funktioniert der nicht. Mal schauen. So, ich muss mal gerade was gucken. Also Speech Volume ein bisschen runter und SFX Volume habe ich ganz runtergestellt eben für die Musik im Vorlauf. Und das UI-Volume, da stellen wir alles mal so auf die Mitte ungefähr ein. So. Und dann Show Subtitles. Ja. Ah, jetzt hat er sich das auch gemerkt, oder? Nee, hat er nicht. Das ist tatsächlich Reset. Moment mal. Ich werde es lösen, das Problem am Anfang hier. Was ja kein großes Problem ist. Aber ein bisschen die Subtitles wären mir schon sehr, sehr wichtig. Fullscreen, nein, das hat er sich lustigerweise gemerkt. Und dann Back. Angeblich hat er sich das jetzt gemerkt, aber bei jedem Spielneustart waren die Einstellungen schon zurückgesetzt. Ein bisschen schade. Nun gut, so. So, ich weiß nicht, was das da oben für ein roter Balken ist. Der füllt sich langsam. Ich laufe jetzt hier einfach nur in Richtung der Statue. This is a summit. This is as far as the path goes. Also weiter geht's auf dem Weg nicht. A bricked up opening. Ein zugemauerter Eingang. Also das Spiel ist natürlich auf Englisch. Ihr seht es ja schon. Ja, ein zugemauerter Eingang. Irgendwas ist da drin. Da muss etwas sein. Meinst du, das wurde gebaut, um Leute herauszuhalten oder um etwas drin zu halten? Hier ist etwas geschrieben. Eine uralte Schriftform. Sie muss hereingemeißelt worden sein mit einem Mörser oder so ähnlich. Oh, das ist... das ging mir etwas zu schnell. Ach, Englisch ist diese geheimnisvolle Sprache, genau. So, da haben wir gesehen. Ja, das sind die Schriftzeichen, um die es sich hier dreht in Heaven's Vault. Ach, einfach nur schön, dass man hier alten Spuren einfach nur nachfolgt. Das ist doch mal ein Spielkonzept, das wir noch nicht so häufig gesehen haben oder kaum. Die Universität von Eox, einige Wochen vorher. Bin ich ja mal gespannt. Also ich werde nicht alles übersetzen, das geht manchmal, glaube ich, ein bisschen schnell. My story begins on Iox. That was where I met the robot. So.
So, die Universität von Iox, da hat sie den Roboter kennengelernt. Mistress Alia? Da kommt er schon. Mistress Alia Ilasra. Ich habe auf sie gewartet. Ich wurde gefragt, sie zu Professor Miari zu eskortieren. Wir können jetzt... Earlier today, view back. Okay. Okay. Dann fragen wir erstmal, ob er einen Namen hat. Wir können uns also während des Weges hier erkunden. A joke? No. Das soll kein Witz gewesen sein. Roboter haben keine Namen. Wir sind austauschbar. Warum hat sie dich geschickt? Hast du irgendetwas falsch gemacht? Irgendwas verbrochen? Na, das ist unwahrscheinlich. Mein ethischer Kern schützt mich vor ernsthaften Schäden oder ernsthaften Fehlern. Machen wir ein bisschen Chit-Chat hier. Ja, wie sieht es denn hier überhaupt auf Iox aus? Iox verändert sich nicht, Mistress. So wurde mir zumindest mitgeteilt. Ist der einzige stabile Punkt im Universum oder so? Das ist echt schnell. Okay, wir sollen also... Reply. Maybe we should keep her waiting. Don't want her making a habit of impatience. I cannot recommend that course, Mistress. Have I got a promotion? Wurde ich befördert? Das ist sehr unwahrscheinlich. Ach, hier können wir dann wieder runtergehen. Und wir können ihn auch weiter fragen. Oh, jetzt wird er böse. Ach nee, das ist sie. Is that you, Professor? Oha. Apologies for shouting, Mistress. I must replace tonal patterns when... Okay. Sie behandelt mich wie ein Kind. Ach, er hat quasi eine Nachricht von ihr abgespielt. Ah, okay. Warum ist ihr Raum eigentlich so weit weg von allem anderen? Ah, sie will gerne auf den Baum schauen. Daran hat sie anscheinend sehr viel Spaß. Ah, hier. Wir sind hier in Iox. Hier ist eine Karte. Und wir haben unten eine so eine Zeitleiste. Seht ihr das? Ah, das ist ja spannend. Iox. Okay. Das ist ja spannend gemacht. Das ist ja richtig cool. Also wir haben hier eine Zeitleiste mit den Events, so wie sie aktuell ansortiert sind. Also wir können quasi bei Iox jetzt schauen. Geh mal ganz nach vorne. Oh mein Gott. 600 Jahre. Nee, 500 irgendwas Jahre. Irgendein heiliges Reich ist entstanden und eine Krone von Iox wurde geschmiedet. Also kein einzelner Ring, aber dafür eine Krone. According to legend, it was made for the first empress herself. Also für die erste Kaiserin. Dann wurde offenbar ein Baum gepflanzt vor ca. 450 Jahren. Den Baum gibt es immer noch. Die ganze Universität ist um ihn herum angeordnet. Sehr schön. So, dann vor ca. 350 Jahren ist der letzte Kaiser oder die letzte Kaiserin verschwunden. Iox fiel Invasoren zum Opfer und das Reich wurde zerstört. Aber der Kaiser, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, konnte selbst entkommen. Sein Körper wurde nie gefunden. Ja, irgendwie während des Falls von Iox ja, ist die Krone verschollen gegangen, die eigentlich das Symbol der Kaiser für Jahrhunderte gewesen ist und ist zusammen mit dem letzten Kaiser verschwunden. Ja, das sind ja also die ganzen Ereignisse, die sich alle da drum ranken. Fall of Iox, der Palast des Kaisers wurde gestürmt, die königliche Familie ermordet.
Die Schiffe der Wachen wurden zerstört und der Nebel, also The Nebula, also wir sind also irgendwo im Weltraum, ist in völlige Unordnung geraten für Jahrhunderte in der Zukunft. The Fallers establish power on Iox. Ja, die Fallers, das ist die Fraktion anscheinend, die haben das Reich zerstört. Aber außerhalb von Iox haben sie sich nie weiter ausgebreitet. Und ja, Generations passed in obscurity, also sind quasi verloren gegangen oder so ähnlich. Ich kann das jetzt nicht ganz exakt übersetzen, ist aber auch nicht schlimm. The Loop Temple reestablished on Iox, also der Loop Faith. Okay, das ist irgendwie der Wiederkehrungsglaube, oder wie kann man das am besten übersetzen? Dass sich irgendwie alles wiederholt. So, und dann wurde die vor 200 Jahren circa die Universität von Iox gegründet. Oder ist das hier eine Verortung, dass der Loop ein Ort ist oder eine Region? Das kann auch sein. Guten Abend, Pandoron. Hi. Ah, guck mal, Steep gibt's auf Uplay kostenlos. Was war Steep nochmal? Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. So, ich lese mal weiter. Die Universität wurde gegründet, um die Ereignisse innerhalb des Loops zu ergründen. Und wurde dann schnell ausgeweitet auf Robotics, Mathematics, Hopper, Physics and other fields. Okay, also auf irgendwelche anderen ein Wintersportspiel. Ach, das war Steep. Jetzt weiß ich, was du meinst von Ubisoft. Genau, jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Sehr gut. So, den Anruf muss ich leider verpassen gerade. Im Stream recht schlecht. Ach ja, wie schön. Und Miari visits the Orphanage. Hier sind wir auf einmal jetzt gesprungen von 200 Jahre bis 20 Jahre. Also hinter der 20-Jahre-Marke kam Miari zum Orphanage, ja, Übersetzungsmächte sind bei mir wieder ganz stark, da wo Waisenkinder aufwachsen, Orphanage, komme ich gerade nicht drauf, egal. Ja, da hat sie uns vielleicht gefunden, würde ich mal schätzen. Miari takes me to Iox, ja, sie hat mich nach Iox mitgenommen und auf Iox begann meine Tuition, also quasi meine Instruktion oder meine Ausbildung, wenn man so will. So, Miari hat die Leadership, also die Präsidentschaft der Universität übernommen, nachdem der Vorgänger verstorben war oder die Vorgängerin. Man weiß ja nicht, ob es hier männlich oder weiblich war. So, dann habe ich vor circa 13 Jahren die Universität bin ich der Universität beigetreten oder sind wir beigetreten? Und vor einigen Jahren habe ich meinen dritten Roboter bekommen. Aber es gab definitiv Probleme mit diesem. Okay. Und vor 4 Stunden wollte Professorin Miari, ich denke mal, es ist eine Frau, ich glaube, das wurde eben impliziert, dass ich zurück nach Iox komme. Hoffentlich werde ich nicht aus der Universität geworfen. Ja, und jetzt sind wir angekommen auf Iox. Also das ist hier die Timeline. Sehr, sehr spannend. Hier kann man also wahrscheinlich nachher Dinge rekonstruieren. Now, all. Können wir jetzt hier ganz zurückgehen. Können jetzt theoretisch the ancient time. Vielleicht finden wir überall zu den Phasen noch was. Also das ist wirklich toll. Das ist wirklich klasse gemacht. Das gefällt mir jetzt schon richtig gut, auch visuell. Ist ja übrigens entwickelt worden, das Spiel von den Inkel Studios. Das sind die Macher von 80 Days, die da auch ein sehr, sehr schönes Spiel damals gemacht haben, vor Jahren. Ein sehr schönes narratives Spiel. Okay, jetzt kriegen wir Informationen. Miari takes me to Iox. Ich glaube, das sind jetzt neue Informationen? Just updated. I worked for Timor in Elbereth. Okay.
My first kiss? Kiss, okay. Ah, also jetzt sind so ein paar extra. Ah, jetzt wird das hier langsam aktualisiert. Ich verstehe. Ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie wir hier eingeführt werden jetzt. Jetzt können wir was remarken. mein ethischer Kern kann dich nicht in Sicherheit bringen oder in Sicherheit lassen. Naja, gehen wir mal in das Büro von Professorin Miyari rein. Ha, da bist du ja, Alia. Komm rein. So. Tell me what you want ist ja ein bisschen sehr unfreundlich und direkt. Ich bin gekommen, als ich deine Nachricht erhalten habe. Und zwar direkt. So schnell es mir möglich war. Okay. Also sie hat uns durchschaut. Ich weiß, dass deine Arbeit dir sehr wichtig ist. Ja, meine Arbeit ist für alle wichtig. Natürlich. Ja, heute ist es allerdings auch wichtig für mich. Du bist eine Expertin für Geschichte. Sag mir, was du davon hältst. It's certainly old. Scherzen wir mal ein bisschen. Aus der Periode des Reiches. Der symbolisiert quasi Eagle and Sun, also den Adler und die Sonne. Did you know him? Also geht's. Das habe ich gerade nicht ganz mitbekommen, über wen die da gesprochen haben. The Robotics Professor? I was there when I awoke. Look at the detail before I throw you out. I know they're a hobby of yours, Alia. But can you read them? Oh, jetzt vibriert mein Controller. Was passiert jetzt hier? Eagle Wing Brooch. Also die Brosche der Adlerschwingen. Ja, sie müssen irgendwie verwandt sein, die ersten beiden Worte. Friend oder Holy? Jetzt können wir uns quasi überlegen, was hier eingeschrieben wurde. Und die scheinen irgendwie miteinander verwandt zu sein, ne? Also Friend und Beloved würde ja irgendwie Sinn machen, weil das ja direkt im Zusammenhang steht und auch ähnlich dargestellt ist. Holy und Emperor klingt mir da ein bisschen konstruierter. Ich glaube, Friend. Ach so, vielleicht. Ach so, das können wir aber nur hier einfügen, wo das Wort drunter steht. Beloved. Da stand auch Friend dahinter. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja, geliebter Freund irgendwie heißt, so als Geschenkwidmung. Nee, wir machen mal weiter. Ach so, man kann das noch ändern. Aber ich kann nur eine Vermutung abgeben. Fragen wir mal nach diesem Freund. Nach ihrem Freund des Professors. Er ist in sie verliebt und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihnen helfen kann. Der Freund ist verschwunden, Alia. Er wollte zu einem Mond namens Mayasi gehen. Ich kann doch nicht im Nebel nach vermissten Freunden suchen. Aber das tust du doch. Du findest Leute. Okay, du machst dir Sorgen um ihn. Er ist mir sehr wichtig. Und ich weiß nicht, was er hier draußen gemacht hat. Also sie spricht auch von der Vergangenheit irgendwie. Interessant. Recent weeks. Renbar disappears. Er heißt wohl Renbar. Jetzt können wir noch verhandeln. You need to raise my stipend. Ich muss mein Stipendium erhöhen. Aber nein, also so arschig sind wir nicht. Ich schau mal, was ich hervorholen kann, ausgraben kann. Denn darum geht es ja.
Oh, jetzt wird's aber ganz hartnäckig hier. Jetzt sollen wir hier, werden wir hier als elborianische Ratte beschimpft. We're not welcome here. I annoyed Meari. Warum? Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Muss ich mir gleich mal angucken, was wir hier getan haben. Aha. It doesn't seem to matter how I treat her. She still puts up with me. Also wir waren ja nun super, super freundlich, aber irgendwie in the shape of the eagle and sun. Ja, okay. Ja, Meari möchte, dass ich ihren Freund oder ihren Bekannten finde. Scheint ja sogar irgendwie angedeutet zu sein, dass es ein Freund-Freund sein könnte. Also irgendwie ein Liebhaber von ihr oder so. Janiki Renba heißt er. War auf dem Weg zum Mond Mersi. Also sollte ich dort anfangen zu suchen. Tja, wie meinst du, ist es verlaufen, Mistress? Na, ganz okay. Hätte schlimmer sein können. Ja, werden wir jetzt nach Mersi gehen, Mistress? Was denkst du denn? Tja, Professor Meari ist mein eigentlicher Nutzer, okay. Achso, wir können jetzt hier auch ihn was fragen zum Tree of Knowledge. Oder wir können ihn allgemein was fragen. Warst du schon auf Mersi, Roboter? Nö, war ich nicht. Ich glaube, dieser Mond ist nicht so wichtig. Okay. Gehen wir jetzt mal runter. Könnte ich sagen, Mistress Alia, es ist wunderschön, dass ich sie begleiten darf. I hate robots. they're always giving me robots. I lose them like I lose pencils. And I'm calling you Six. Six, Mistress? I shall remember that. Ja, sie nennt ihn Sechs, weil es der sechste Roboter ist. Das haben wir, glaube ich, schon verstanden. You know, ich glaube, diese Übersetzung war nicht ganz richtig. Sieht aus wie ein Reichsstück. Jetzt sollen wir das irgendwie nochmal neu probieren. Irgendwie war das wohl nicht ganz richtig, meint sie. Let's take another look at this. Ja, wie gesagt, es kann ja auch Holy Emperor heißen. Holy Emperor then? Ah, ich denke, das müsste zumindest näher dran sein. Und wir können hier mal über die Skulptur fragen. Was hältst du von der Skulptur da drüben? Ah, es hat irgendwie eine beruhigende Balance an sich. Ich hasse es. Sehr schön. Okay, der Dreck ist da etwas schöner hingegen. Oh Gott. Na gut. Oh, wer ist das denn? Alia! Da will uns jemand direkt begrüßen. Wusste gar nicht, dass du hier zurück auf Iox bist. Professor Meari hat mich sehen wollen. Nichts Schlimmes? Ja, sie lässt mich ein paar Erledigungen für sie machen. Ich soll jemanden finden. Irgendjemand, den ich kenne. Ja, wir können ja mal sagen, wer es ist. Janiki Renba. Den sollen wir jetzt finden. Ja, ich kenne doch Renba, natürlich. Naja, zumindest ein bisschen. War er einer von den Roboterforschern? Also Roboticists? Ja, einer der Besten. Einer der wenigen. Aber warum hat sie dich ausgesandt, um ihn zu finden? Ich dachte, du gräbst immer Dinge auf. Aus. Bei den Wassern, was ist da nur passiert oder so ähnlich? Weiß ich nicht, Huang. Keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, es ist schon nichts Schlimmes. Oh Mann. Aber bevor du gehst, es scheint jetzt ja nicht wirklich wichtig zu sein, aber ich habe irgendwelche Annals, also Annalen irgendwie gefunden.
Ja, da soll ich mal drauf zugreifen, mal reinschauen. Natürlich machen wir das. Hier, schau mal, was du denkst. Oh, das könnte Empress heißen, weil das haben wir schon mal gesehen. Passage from the Annals. This is a long one. Let me think. Das zweite Wort habe ich noch nie gesehen. Das sieht wie nichts aus, was ich jemals gesehen habe. Hier. Related words. Holy Empress könnte das hier sein? Das können wir jetzt auch noch mal angucken. Ja, ja, die sind natürlich jetzt untereinander abhängig, ne? Holy Emperor. Ja, aber das hatten wir ja eigentlich schon gesagt, dass das passt. Also man kann hier hin und her schalten zwischen verwandten Worten, wenn man schon mal ähnliche gefunden hat. Oh, das ist echt cool, dass man hier so eine komplette Sprache auch wiederfindet, ne? So, Empress, ja, würde ich sagen. Banished oder buried. Irgendwas. Also man könnte jetzt daraus zum Beispiel bauen, sie hat ja, wir brauchen aber eben ein assoziierendes Wort, das wir nicht haben. Banished. Blades, Machines, Rebels, Robots. Vielleicht Rebels? Keine Ahnung. Ein ziemliches Monster, meinst du nicht? Vielleicht etwas über die Kaiserin? Masvai schreibt immer über Kaiser. Ich denke, sie war eine Republikanerin. Naja, ich hoffe jedenfalls, du kannst sie finden. Okay. So, wir sollen weiter zum Schiff. Ja, dann lass uns mal hier langsam zum Schiff gehen. And so we left the hallowed walls of the university. So. So, wir haben mit Wang gesprochen. Er hat mir eine Passage von den Annalen von Masvai gezeigt. Die können wir jetzt noch nicht wirklich übersetzen. Uns fehlen dann noch so Vergleichspunkte natürlich, die wir jetzt bräuchten. Aber die können wir vielleicht bald finden. Dann schauen wir jetzt erstmal, dass wir zum Schiff kommen und zum Mond reisen. Das klingt ja schon alles sehr vielversprechend. Wir sind jetzt an Bord der Nightingale. Ah, dieses Schiff ist mein Rückzugspunkt. Es ist der einzige Ort, der wirklich mein ist. Der wirklich mir gehört. Die Reise nach Mercy sollte ziemlich schnell sein, Mistress. Glaubst du, dass Miaris Freund irgendwie in Schwierigkeiten steckt? Wie ich schon sagte, Mistress, wir müssten das bald erfahren, sobald wir abgelegt haben. Ja, dann würde ich sagen, lass uns starten. Lass uns keine Zeit verlieren. Hoffentlich werden wir rechtzeitig da sein, um zu helfen, was auch immer zu Janicki, was ihm immer passiert ist oder ihm widerfahren ist. Puh. So, und jetzt können wir nach Mercy reisen und einen Kurs eingeben. Okay, das werden wir aber in der nächsten Folge machen, liebe Leute. Ich werde erstmal hier mich von den YouTube-Zuschauern, die das nachträglich schauen, verabschieden und hoffe, euch macht das Spiel soweit Spaß. Es ist am Anfang hier noch ein bisschen verwirrend und man muss sich dran gewöhnen, dass die Texte hier sehr, sehr schnell einfliegen und wieder weg sind.
Aber ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ein Teil davon übersetze ich, aber definitiv nicht alles, wenn das so schnell ist, das denke ich mal verständlich. Aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend bisher. Und wir wissen ja trotzdem, worum es in dieser Geschichte bisher geht. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was wir über die Vergangenheit dieses mysteriösen Ortes herausfinden können. Beim nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Ich bin euer Tastenhauer. Ciao, ciao.